Tauchen ganz ohne Sauerstoff. Einfach nur die Luft anhalten. Wie lange kann ein Mensch das? Der ganze Spaß heißt Apnoe-Tauchen und es gibt zwei unterschiedliche Rekorde dazu. Budimir Schobert ist der Weltmeister in Apnoe-Tauchen mit Sauerstoff. Dabei darf man vorm Tauchen ein paar Atemzüge reinen Sauerstoff nehmen. Danach konnte er ganze 24 Minuten und 37 Sekunden unter Wasser die Luft anhalten. Branko Petrovic auf der anderen Seite ist Weltmeister ohne jegliche Hilfsmittel. Er konnte ganze 12 Minuten und 14 Sekunden unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Das ist